Derbyzeit im Grünwalder Stadion. U19 Bundesliga 1860 München gegen den FC Bayern. Es läuft bereits die 11. Minute. Dicke Chance für den FC Bayern. Doch Löwenkeeper Florian Schweiger mit einer klasse Parade gegen Michael Strein. Mitte der ersten Hälfte, dann auch die Löwen mit der ersten guten Chance. Felix Bachschmidt vorbei an Nicola della Schiava. Doch Bayerns Yannick Günzel blockt den Torschuss vom Löwenkapitän. 0:0 zur Pause. Ex-Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger und Ex-Bayern-Star Hasan Salihamidžić sehen in der ersten Hälfte ein Spiel mit wenig Höhepunkten. Rein in den zweiten Abschnitt. Distanzschuss von Tobias Hennecke. Kein Problem für Bayern-Keeper David Hundertmark. Von den Bayern auch im zweiten Durchgang wenig zu sehen. Trainer Heiko Vogel unzufrieden. Noch 15 Minuten, die Bayern im Aufbau. Doch dann der Ballverlust von Nicola della Schiava an Mustafa Dumann. Der mit dem schnellen Zuspiel auf Felix Bachschmidt die Riesenchance zur Führung. David Hundertmark verhindert das 1:0. Kurz darauf dann mal wieder die Roten. Nicola della Schiava mit dem Schuss aus der eigenen Hälfte. Der Ball springt auf und wird dadurch gefährlich. Florian Schweiger lenkt die Kugel über die Latte. 5 Minuten noch. Freistoß für die Bayern. Lukas Scholl. Scholl! Wahnsinn! Der Lucky Punch kurz vor dem Ende. Die Bayern gewinnen mit 1:0 und klettern dank Matchwinner Lukas Scholl auf den zweiten Tabellenplatz.